Kunst und Natur sind eng beieinander. Glasarche jetzt im Stiftungswald bei Blankenburg. Ein großes Banner am Barockgarten weist die Besucher auf die Glasarche hin. Wer sich näher informieren möchte, erhält schon einmal in der Tourismusinformation nähere Auskünfte und kann die Glasarche auf unterschiedlichen Fotos an verschiedenen Standorten betrachten. Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt im Nationalpark und an der Staumauer Wendefurt wird sie nun für einige Zeit auf dem Blankenburger Territorium vor Anker gehen. Ein eingespieltes Team ist für den Transport und die Aufstellung des großen Kunstobjektes verantwortlich. Meines Wissens ist es dieses Jahr der 7. und schon der 13. Umsetzung. Also heute lief es sehr gut, dank des schönen Wetters, sagen wir es mal so. Und sonst bis jetzt haben wir alles hingekriegt. Gab auch manchmal ein paar Problemchen, aber haben wir bis jetzt immer gemanagt. Die Wegkreuzung unterhalb der Luisenburg wurde bewusst als neuer Standort ausgewählt. Der An- und Abtransport ist relativ problemlos und viele Wanderer passieren diesen neu angelegten Rundweg. Wir sind durch Zufall hier. Wir haben heute einen Rundgang gemacht, Braune Sumpftal hoch, Luisenburg lang und sind hier gelandet und haben das zufällig entdeckt. Ja, es wirkt sehr schön. Es ist nicht wie ein Fremdkörper hier in der Natur, sondern es fügt sich total schön ein. Und für mich ist das eigentlich irgendwie so eine Glaubensgeschichte, mit der ich das in Verbindung bringe, diese offene Hand mit dieser Arche. Dass die Menschen eigentlich mit der Natur viel sorgsamer umgehen müssen. Dass man mehr Acht gibt auf die Wälder, auf die Felder und auf unsere Natur. Dass die Ressourcen nicht so einfach ausgerottet werden, dass wir noch alle, die nach uns kommen, auch noch was davon haben. Und wie zerbrechlich eben alles ist, was rundherum ist, wie Glas. Ja. Ein schöner Gedanke, muss ich mal so sagen, halt so gerade in der jetzigen Zeit, das zu vereinen, Flüchtlinge, Umwälzung überhaupt auf der ganzen Welt und dann so diese alte Erinnerung an die Arche Noah. Ja, das Glas wirkt hier sehr zerbrechlich, aber es wird ja durch die Hand geschützt, die hier in der Natur liegt. Und ich denke mal, das soll es auch symbolisieren. Dieses Kunstobjekt ist ein Nachbau der Glasarche aus dem Bayerischen Wald. Durch ihren Standortwechsel macht sie die schönsten Natur- und Kulturregionen Mitteldeutschlands bekannter und besucht natürlich auch den Harz. Ich denke, das Ansinnen, die Zerbrechlichkeit der Natur darzustellen, passt auch in unsere Stadtentwicklung. Wir wollen auch eine nachhaltige Stadtentwicklung und wir leben von der Umwelt und von dem Wald hier ringsum um Blankenburg. Und deshalb ist es ein schöner Hingucker, aber auch ein nachdenkenswertes Objekt für diese Entwicklung. Auch dieser Ort wurde wieder mit einem Sonderstempelkasten der Harzer Wandernadel ausgestattet. Weil natürlich unsere Wanderer ständig Neues erleben wollen, weil wir das Projekt toll finden mit der Glasarche und natürlich auch, weil wie immer unsere Partner mit dem Boot sind. Das heißt der Nationalpark, der Talsperrenbetrieb, die Glasmanufaktur in Derenburg und auch die Stadt Blankenburg. Man kann sagen mit Fug und Recht, wenn wir einen Sonderstempel an einen interessanten Ort aufstellen, sind mindestens 3.500 Wanderer da. Die Idee einer Glasarche 3 hatte Rainer Helms vom Landschaftspflegeverband Mittleres Elstertal e.V. Sein Anliegen ist es, die Menschen auf unsere einzigartige, sensible Natur hinzuweisen und sie vom Naturschutz zu überzeugen, damit die Natur auch künftigen Generationen erhalten bleibt. Weil wir der Meinung sind, dass die Öffentlichkeitsarbeit, die in dieser medialen Vielfalt im Naturschutz häufig über Tafeln oder über Flyer passiert, viel besser funktioniert und auch größeren Zuspruch findet, wenn man das Thema mit Kunst verbindet. Also Natur und Kunst ist ein guter Botschafter, damit wir Menschen vielleicht mal über unser eigenes Handeln nachdenken. Und es hat sich gezeigt, dass an vielen Standorten wirklich ein großer Zuspruch war für diese Arche. Die Eichenhand und die Glasarche bilden eine Symbiose mitten im artenreichen Stiftungswald mit seinen natürlichen Lebensräumen für Pflanzen und Tiere vor den Toren Blankenburgs.
Die überdimensionierte Hand wurde vom Künstler aus Eichenholzstämmen geschaffen. Die Idee war ja schon da aus dem Bayerischen Wald. In Zwiesel steht ja schon mal eine Glasarche mit einer Hand. Und ich wollte eben die Aussage anders treffen, also dass das Boot leicht entgleitet, dass wir mit Fingerspitzengefühl entweder die Natur behandeln oder eben aufpassen, dass es uns nicht entgleitet. Das kann jeder für sich interpretieren, wie er das vor richtig hält, sich hier drinnen zu finden selber. Die herbstliche Laubfärbung bildet einen natürlichen Kontrast zum 5 Meter langen Kunstwerk, das sich in der Sonne spiegelt. Der 2000 Hektar große Stiftungswald gehört zum nationalen Naturerbe Deutschlands. Also ich finde es toll, sie ist da, wo sie hingehört. Naturschutzgebiete, Natura 2000, also da sollte sie hin und da sollten die Leute auch drüber nachdenken, dass einfach mal im Wald eine Hand mit einem Boot steht. Was ist hier los? Unterstützt von der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz ankert die Arche noch bis zum 27. November im Stiftungswald von Blankenburg. Ja, wir haben als Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz natürlich auch die Aufgabe, die Menschen so ein bisschen auf den Weg wiederzubringen, wie zerbrechlich unsere Natur ist. Wir fördern ja auch sehr viele Kleinprojekte, wo sich Menschen gerade zu diesem Thema engagieren. Und wir fanden das eben so symbolisch, ja, dass diese Hand, diese Arche nochmal darauf hinweist, wie zerbrechlich eigentlich das ist, das Umfeld, in dem wir leben. Und dass wir doch die Verpflichtung haben, für die nächsten Generationen wirklich darauf zu achten, dass das nicht bergab geht, sondern dass die Natur erhalten bleibt. Und die Idee ist einfach so fantastisch und so symbolisch, dass wir gesagt haben, wir unterstützen das mit anderen Partnern zusammen natürlich. Ja, und wir wünschen natürlich, dass die Arche weitere schöne Plätze findet und sich viele Menschen mit diesem Gedanken der Zerbrechlichkeit unserer Natur und Umwelt auseinandersetzen und jeder so einen kleinen Beitrag leistet, damit es nicht bergab geht. Der Platz im Wald wurde bewusst als Standort der Arche gewählt. Mit seinen zusammenhängenden Laubbaumbeständen gehört er zum nationalen Naturerbe und wurde der Sunk als Stiftungswald übertragen. Der Stiftungswald ist ein Waldgebiet, was der Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz 2012 vom Land übertragen wurde, unter dem Namen Nationales Naturerbe. Und dieser Stiftungswald ist 2150 Hektar groß und zieht sich in grober Orientierung von Kattenstedt bis zum Trecktal Heimburg. Auf einem 2 Kilometer langen neuen Rundwanderweg kann ein kleiner Teil des artenreichen Stiftungswaldes kennengelernt werden. Der Wanderer passiert 5 Stationen, die mit Informationen sowie besonderen Aussichten und Ansichten zum Lesen und Schauen einladen. Der neue Rundwanderweg kann das ganze Jahr über erkundet werden. Die Glasarche aber tritt am 27. November ihre Reise zur Glasmanufaktur nach Derenburg an.